Hallo zusammen, willkommen zurück zu Stellaris. Ich sag euch mal eins, also momentan gerade nebenher, ja. Wenn es die Zeit zulässt, spiele ich ein bisschen DCS World. Habe ich ja schon mal erwähnt irgendwann. Leute, es ist abgefahren, es ist richtig krank, wie genau das Zeug alles simuliert wird. Und das Gratis-Flugzeug, wo dabei ist, diese Sukhoi Su-25 Frogfoot, ja. Russisches Modell. Das Geilste daran, das ist dann der Bremsfallschirm, wenn man dann landet. Ja, es ist einfach wundervoll. Wirklich. Und ich habe jetzt schon, ich glaube, 14 Stunden oder sowas reingebuttert. Wahnsinn. Und kann noch nichts. Ich kann starten, ich kann landen. Ja? System Survey concluded. Und das ist schon mal gut. Und ein bisschen Waffen benutzen. Und das war's dann, Leute. Okay. Föderations-Assoziationsangebot. Eruxo. Braku, was seid denn ihr für... Haben wir das nicht das letzte Mal schon gehabt? Oh, und was ist hier los? Okay, Leute, also. Müssen wir ein bisschen hier. Research concluded. Müssen wir ein bisschen runtergehen. Stopp. Wir kaufen weniger Legierungen. Wir befinden uns hier unten im Krieg. Und Krieg ist immer schlecht, wisst ihr ja, Krieg da. Ist sehr schlecht. Aber wir kämpfen hier für eine gute Sache. Ja. Wir. Oh. Kurator Erkundungslabor, Erkundungsgeschwindigkeit bis 33%. Was, Leute, was gibt's denn hier alles für Sachen? Das kommt mir alles neu vor. Ist das neu? Kann auch nicht sein eigentlich, oder? Komm, wir erforschen Mega-Legierungsgießerei. Jawohl. Abbau von seltenen Kristallen, das müssen wir machen, das brauchen wir. Um, ja, alles interessant, aber wir müssen das Ding machen. Für unsere Wirtschaft. Dass wir da ein bisschen vorankommen. So, Leute, also hier unten, alles klar. Wir machen den Angriff auf Murust. Ich erinnere mich, wir haben unseren General, der hat aber auch nur einen besseren Erfahrungszuwachs. Natürliches Wurmloch, alles klar. Moment. Gucken wir mal ganz kurz, das sind alles reguläre, oder? Ja, reguläre. Alles reguläre. Reguläre. Ja, klar, alles reguläre. Okay. Mal gucken, ob sie dann aufsteigen. Wenn die aufsteigen, es macht wirklich dermaßen viel aus. Wir können uns dann mal unsere Flotte nachher angucken, wie es mit der aussieht, ob die auch schon aufgestiegen ist. Die haben ja den einen oder anderen Kampf jetzt hinter sich aus dem ersten Krieg noch. So, natürliches Wurmloch. Wir haben am Rand des Kaff-Systems scheinbar ein natürlich auftretendes Subraumphänomen entdeckt. Einen Riss in der Raumzeitstruktur, der auch Wurmloch genannt wird. Unsere Wissenschaftler spekulieren, dass es durch den Subraum mit einem anderen Wurmloch an anderer Stelle verbunden sein könnte. Je nachdem, wo sich das zweite Wurmloch befindet, könnte es möglicherweise eine Reise von einem Ende der Galaxie zum anderen binnen Tagen ermöglichen. Leute, binnen Sekunden, ihr geht einfach durch, nicht binnen Tagen, ihr seid dann schon drin. Unglücklicherweise ist dieses Wurmloch, wie die große Mehrheit seiner Art, von Natur aus instabil. Jegliche Schiffe, die dumm genug wären, ihn durchzufliegen, würden in Sekundenschnelle zerrissen werden, wenn es doch nur stabilisiert werden könnte. Im guten Kaff-System. Ja, also ich fand Genetic ja in den Improvement Project concluded. Oha, geil. Ich fand ja in der ersten Staffel, oder aus den beiden Staffeln, weiß gar nicht genau, diese Wurmloch-Geschichte so Striking Hostile Station. So ätzend, man kann sich's einfach nicht vorstellen, Leute. Man kann sich's nicht vorstellen. Commencing Planetary Incursion Initiative. Okay, gut, wir sind im Kampf. Galaktischer Markt wird auf Rixaru gegründet. Unsere Marketingkampagne auf Rix haben Früchte getragen. Die Marktmächte haben es für angebracht gehalten, einen Großteil ihrer Aktivitäten im Rixaru-System zu zentralisieren. Station des galaktischen Marktes im Rixaru-System etabliert. Beendet die Ereigniskette Gründung des galaktischen Marktes. Der Modifikator Markt Nexus. Mit dem folgenden Effekt wird hinzugefügt, Marktgebühr minus 10%. Ja! Yes! Leute. Mega! Mega. Okay, und wir befinden uns hier und wir werden auch uns gleich hier... 1-2 ist halt ein bisschen heftig, aber das sind unsere Leute. Das sind unsere Leute hier. Den kommen wir jetzt zu Hilfe. Wenn wir es denn schaffen, wie lange brauchen wir, um zu Hilfe zu kommen? 80 Tage, na gut. In 80 Tagen waren schon ganze Schlachten beendet. Aber, Braku, wir kommen zu Receiving euch. Transmission. Wir kommen zu euch. Alles klar. Botschaft errichten. Oh,
Pentulan Trade Union. Ist er der hübsche mit so einem schönen Glaskugel? Das ist doch ein neues Bild auch, oder? Handelsliga, rücksichtslose Kapitalisten, sind xenophob und fanatisch materialistisch. Und ich sag mal, no. No. Invasion. Okay, wie sieht's aus? Bei der Invasion, es sieht ganz gut aus, aber wir haben eine Armee verloren, die sich auch nicht zurückgezogen hat. Das ist natürlich schwach. Sehr schade eigentlich. Planetary Incursion Initiative successful. Oh, oh, und damit haben wir uns etwas hier einverleibt. Ne, haben wir uns... Na, mal gucken. Fraktion gegründet. No Entanglements. Movement. No Entangle, Umzingelung, oder? Oder Einzingelung? Ihre Mitglieder fordern geschlossene Grenzen, eine Nichteinmischung in galaktische Angelegenheiten. Okay. Wie sieht's hier aus auf dem... Ja, es ist halt... Ist halt schlecht hier. Ist halt schlecht. Kedeshi, da können auch nur Kedeshi leben, wir können da gar nichts machen. Initializing hostile engagement. Okay, Freunde. Herzlich willkommen zur größten Schlacht, die wir jemals geführt haben, und wir werden sie so haushoch gewinnen. Ich hoffe nur, dass wir von denen richtig viele vernichten. Und Thema erledigt. Wir haben nichts verloren und die haben alle drei Zerstörer verloren und 4 von 16 Korvetten. Das ist ordentlich. Und Armeen, die können wir sogar wegkriegen. Wie mega ist das denn? Dann machen wir jetzt folgendermaßen. Wir gehen mal hier heilen, okay? Jawohl, sie sind am Heilen. Sehr gut, können wir noch upgraden? Nein, können wir nicht. Dann halt, na, die da hier bleiben. Nein. Stopp. Nein. Hier gehen diese Platz. So. Kesho, wie sieht's da aus? Armee 96, ja. Wow. Prinzipiell gesehen, ja. Ist eigentlich okay. Und wir sind jetzt hier auch wieder ein bisschen stärker. Sind wir upgegradet? Immer noch regulär. Leute, die sind immer noch regulär. Alle reguläre. Ah. Wie doof. Aber wir haben ein richtiges Problem jetzt hier mit Mineralien und Nahrungsmitteln. Aber hier oben, hieran kann es nicht liegen. An dem Verwaltungslimit. Hier ist auch alles gut mit den Sternenbasen. Ja, hier haben wir ein Problem. Hier haben wir auch ein Problem. Da haben wir eine niedrige Stabilität. Ah ja, klar. Planetendefizit ohne Ende bringen tut er uns wenig. Also ich würde ja fast sagen, dass wir uns mal überlegen, ob wir, bevor wir so ein Ding mitschleppen, ja, ob wir nicht eventuell sagen, okay Leute, wisst ihr was? Wir verschenken den Planet. Oh. Ist das sinnvoll, den Planet zu verschenken? Ich fände es jetzt gar nicht so verkehrt. Ich habe keinen Bock, da was zu bauen. Was sollen wir da bauen? Und warum sollen wir da was bauen? Kann ich nicht verstehen. Okay, gut. Wie sieht's aus bevölkerungsmäßig? Wir haben... Oh, die produzieren 6. Ein Arbeiter produziert 6. Energy. Aha. Ist ja süß. Aber Wachstum ist ganz ordentlich. Ja, und wir haben ja echt einen Herrscher und das war die Geschichte des Planeten. Aha. Hier haben wir halt auch noch Wohnungen und alles, ja. Ist ja alles schön und gut, gell? Komm, dann gehen wir mal hier drauf. So, Bohren eines Loches. Eine sehr große Struktur nimmt einen Großteil des Inneren des Asteroiden B12757 ein. Die Schutztür, die einst als einzigartiger Eingang dieser Struktur diente, kann noch immer nicht geöffnet werden. Aber auf der anderen Seite des Asteroiden wurde ein Durchgang gegraben. Bisher konnten Bohrer die dicken Außenwände der Struktur nicht durchdringen. Doch scheint diese Methode weiterhin die besten Chancen für einen Zugang zu bieten. Trotz ihres Alters haben sich die Schutztüren als nahezu unzerstörbar erwiesen. Oha. Curious. Curiosity Show. Kennt ihr noch? Oh mein Gott.
Schaffen wir trotzdem. Und da kommen wir. Na, seid ihr überrascht, meine Freunde? Seid ihr überrascht? Research concluded.
Construction project concluded. System survey concluded. Research concluded. Commencing planetary incursion initiative. System survey concluded.
Research concluded. Construction project concluded. Fleet enhancement supplied. Fleet enhancement supplied. Research concluded. Thank you.
Construction project concluded.
Hostile IFF signatures detected. Fleet enhancement supplied. Research concluded. Research concluded.